Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood and Magic. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich schicke dir mal hier, weil sie da sicherer sind. Wir unser Gebäude beschützen können. Ansonsten erwarte ich Furien bald. Sollten die nicht jetzt in die Ecke kommen? Ja. 1, 2. Komm, lauf, Junge, lauf zu. Das fehlt mir jetzt noch. Dass sie gekillt wird, nur oder nicht hier. Sich beeilt. Zack, den haben wir erwischt. Das waren diesmal 3 Furien, das letzte Mal waren es 4. Ich hoffe mal, da ist jetzt nicht eine übrig. Ach ja, wir müssen ja hier Zeug sammeln, ne? Hier. Und hier waren Mana-Kugeln. Eigentlich müsste ich versuchen, hier die Konstruktion und das, den Sumpf hier ordentlich zu nutzen. Zum Kämpfen. Ja. Oh. Wie nett. Wölfe wollte eigentlich uns angreifen, aber tralala. Also scheinbar war hier doch eine Mana-Kugel. Ich habe erst eigentlich gedacht, die Items würden sich ändern, wenn wir neu laden. Nö, machen sie aber nicht. War hier oben nicht noch was? Das ist schön. Naja, die machen das. War hier nicht noch was? Nee. Dann erkunde ich vielleicht mit einem Gespenst, obwohl Gespenst sind immer so langsam, ne? Ich nehme mal einen Ghoul. So, jetzt schicke ich alle hier hin. Wie gesagt, ist nur, dass sie nicht unser Gebäude angreifen können oder wir unsere Armee spalten müssen. Ah, du willst den Ghoul haben? Ja. Sieht ganz danach aus. Ja, die machen ihr Ding. Natürlich doof, dass er jetzt ausgerechnet den Ghoul haben möchte, ne? Der hat da natürlich keine Chance. Vielleicht kriege ich den über den Kessel. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Geht. Ich meine, wir haben jetzt plus 2 Defense auf dem... Ah, unwegsames Land. Na gut, das können wir machen. Das hier geht auch. Warte. Und, überlebst du das? Nee, ne? Ne, das schafft er nicht. Zurückverwandeln, bekommen wir wenigstens nochmal 20 Mana. Und 30 für den Basis-Golem, der aus der Fuge rauskommt. Naja, der haut natürlich wieder ab. Ist ja klar. Ihr kriegt wenigstens keinen Schaden hier. Puh, ganz schön was zu tun hier. Aber immerhin haben wir schon mal wieder ein paar Basis-Golems. Ich meine, hatten wir das letzte Mal auch. So zwischendrin, nicht wahr? Alter, die haben aber auch eine Armee, oder? Echt krass, wie schwer das Level ist im Gegensatz zu allen anderen vorher. Ich meine, das letzte Mal haben wir mit Gespenstern angegriffen, ne? Den Gegner. Im Mega-Feuer-Level. Aber ist echt krass. Was mache ich denn mit dem Paladin? Warte. Achso, dieser Basis-Golem, ganz genau. Fick diesen Basis-Golem insbesondere. Ja, sehr gut. Das geht schon mal. Hey, greifst du auch den richtigen an? Nee, du greifst das Gespenst an. Das ist nicht so gut. Das ist schon mal gut. Ich muss warten, bis der hier weniger HP hat als der hier. Damit er weiterhin auf den Ghoul draufhaut. Macht er trotzdem nicht. Basis-Golems sind sein Ding. Krieg ich den kleinen? Nee. Nicht so richtig. Ach nee, kann ich ja nicht wegbewegen, weil wegen Defense Land und so. Ich kann nur Fesse draufhauen und hoffen, dass er sich dann nur noch heilt. Mit nichts mehr anderes kann. Ah, schau mal, jetzt hat er so wenig HP. Dass er doch das Ziel Nummer 1 ist, so wie es sein sollte. Jetzt
So, nochmal der Basisgolem hier. Lauf weg! Komm, haut drauf! Haut drauf, Junge! Fein! Einmal Gespenst hier, einmal Gespenst da. Komm. Gut, gut, gut. Und ich brauche mehr Mana. Läuft das hier? Nicht so richtig, hä? Gut, ich meine, das hier funktioniert. Okay, scheint zu klappen. Natürlich, du rennst wieder weg, aber können wir gerade nicht ändern. Nee, war zu langsam. Hätte ich die Tür hier zumachen können, aber wäre auch nur woanders lang gelaufen. So, ja, läuft soweit, oder? Ganz gut soweit. Sieht, wenn ich einen von uns angreife, kriegen wir da auch HP? Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Können wir ausnutzen, warte. Übertragen und umwandeln in... Warum nicht, ein Zombie? Guck mal. Der kriegt fast keinen Schaden. Und der kann sich ein bisschen hochheilen. Jetzt müssten wir einen abziehen für den Krieger hier. Der greift bestimmt zuerst das Gebäude an. Oh, nee, der geht in die Ecke. Schön. Ja, und der kann die alle händeln. Dauert natürlich. Ja, guck mal, der hat wieder volle HP. Hey, mach das nicht. Ich hab gedacht, er will die Basiskunst oben haben. Die muss ich mal hier abdichten. Ganze Angelegenheit. Schön, schön. Alter, was ist denn hier los? Guck doch mal da runter. Ich glaube, ich mache noch mal Zombie oder zwei. Einfach weil die gut sind. Und günstig. Wenn ich es erforschen müssen. Oh, du merkst vielleicht, ich versuche hier hochkonzentriert alles zu erledigen. Geht soweit. Ich habe erst gedacht, die kommen jetzt gleich wieder. Da oben war nichts, ne? Gut. Das höre ich gerne. Sehe ich. Oh. Danke. Cool. Der freut sich über den Machtumhang. Das geht, ne? Ja. Nee. Ihr müsst nicht mehr. Das kann das Gespenst schön alleine machen. Oh, der wird eh nicht angegriffen. Jetzt schon. Ja, wen möchtest du gerne haben? Klar, den hier, weil er schön schwach ist. Du blöde Sau. Du denkst, du kannst entkommen, aber... Kannst du vergessen, mein Freund. Diesmal nicht. Das läuft, ne? Jo. Und das lief scheinbar auch. Armschutz mitgenommen. Sollte eigentlich eines der Zombies hier bekommen. Ja, weil es massiven Schaden dann macht. Ja, Leute, wir haben es hier soweit geschafft, oder? Gucken wir uns mal an. Oder unsere Basis-Golems. Ey, was wollte ich haben? Ich wollte eigentlich Schweinebacken haben, ne? Weil Schweinebacken cool sind, aber... Jetzt sind wir hier einmal voll dabei, ne? Mit Zombies und allem. Brauche ich auch nicht anfangen, ein neues Gebäude zu bauen. Aber echt komisch. Ich meine, gut, wir mussten mal aufpassen, dass die richtigen Einheiten, die von den Gegnern unsere Gespenster angreifen. Aber abgesehen davon... Ich habe auch das Gefühl, der hat diesmal nicht ganz so viel Mana zum unendlich oft heilen. Ich sollte die vielleicht umwandeln. Mit dem ganzen HP noch. Was kommt da unten? Ein Krieger. Und natürlich, hey, na? Was geht, meine Liebe?
Du wirst bestimmt den hier haben. Wette ich drauf. Das war so klar. Ja, warte. Alles so. Wen noch? Ah, dieselben. Wir hatten beide denselben anvisiert. Machen wir es mal so. Das war scheinbar ein Krieger. Ja, was müssen wir jetzt noch machen, liebe Leute? Nicht viel, ne? Noch einen Moment warten, dann geht's schon los. Zombie-Armee. Und ein paar, und ein Ghoul und noch ein paar Gespenster dazwischen. Können wir alles mitnehmen. Ja, nicht nur unser Zombie ist ready, sondern unsere ganze Armee ist plötzlich auch. Das ist schon komisch, ne? Ich meine, natürlich, wenn der Gegner nochmal mit Paladinen angekommen wäre. Wo willst du hin? Da hätten wir natürlich auch ein Riesenproblem gehabt, weil da ist nichts immun dagegen. Aber so. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah ja. Na, ich hab gedrückt. Wie gemein. Ja, jetzt übernehmen die Basis-Golems. Wie die ganze Armee hier runter rumsteht. Ah ja, kommen plötzlich die ganzen Priester. Und der Gegner hat scheinbar keine, kein Mana mehr. So, Basis-Golems, greift mal bitte an. Angriff der Basis-Golems. Einmal heilen, zweimal heilen. Naja. Ja, zum Thema Strategiespiele mittlerweile ist schon wieder ein Tag vergangen. Ich habe gestern aufgenommen, die letzte Aufnahme. Habe ich mir noch mal Gedanken gemacht gehabt. Und könnte es sein, ich meine, Dune 2 kam 92 raus und Command & Conquer kam 95 raus. Kann es sein, dass nachdem Command & Conquer rausgekommen ist, das quasi so ein bisschen der Goldstandard war. Also, einmal die Kampagnen quasi möglichst unsymmetrisch machen und außerdem, ja, Skripte benutzen. Das gab es ja vorher auch nicht so richtig. Bei Dune zum Beispiel oder bei, bei Warcraft 1. Dass dann quasi, was weiß ich, wenn deine Einheit die gegnerische Basis betritt, dass die dann plötzlich nochmal Fallschirmjäger bekommen. Dass es ausgelöst wird. Ja. Ja, gut möglich, dass man das dann automatisch abgeguckt hat. Damals noch. Ich glaube, wir sollten erst unsere Gegner besiegen, bevor wir das Ding kaputt machen, aber das ist ja gesagt, alles getan. Weil wir gar nicht so viel Angriffsfläche haben, wie ich das gerne hätte. Die haut schon mal ab. Warum nicht? Ja, wie gesagt, ist gut möglich, dass irgendwann, ja, dass es nur 3 Jahre gab, in denen quasi, ja, die ganzen Kampagnen so waren. Oder höchstens 4 Jahre. Und danach hat man angefangen, halt, wie gesagt, Skripte zu benutzen und die Level ein bisschen unterschiedlich zu gestalten oder auch die Fraktionen ein bisschen unterschiedlicher zu gestalten und sowas. Das ging ja dann plötzlich sehr, sehr schnell. Achso, du hast die beide geheilt. Dann hauen wir mal fix ab. Nein, du schaffst das, liebes Gespenst. Ja, damit haben wir es schon geschafft, ja. Das war echt ein komisches Level. Ja, die halten auch nicht lange durch, die Gegner. Ups. Wo ist denn jetzt? Achso, da. Der arme Schutz. Nicht so nett von dir, Paladin. Ja, mit 3 Defense, ne? Achso, der hat auch Resistenz. Gegen Böses. Scheinbar.
Mach immer nur einen Schaden. Heilt er sich nochmal. Ja, sogar der hier macht nur einen Schaden. Ach, guck mal, der steht genau richtig hier, ne? War's das schon oder was? Gibt's ja gar nicht. Ich schau nochmal fix hier in die Mitte, ey. Da vermute ich noch ein Gebäude. Und zwar ein Tempel. Aber ansonsten. Ja, Leute. Das ging auf einmal echt schnell. Ja, ja, ja. Ja, müssen wir noch einen Moment warten, bis die Leute hier ankommen. Bis sie mal aus dem Knick kommen. Reisegruppe Trockenfleisch. War es, glaube ich, gewesen, oder? Und? Hey, ein Tempel! Wie kommt das denn? Wie die alle nicht klarkommen hier. Guck doch mal, was die machen. Wo willst denn du hin? Da ist der Eingang. Ja, der geht außen rum. Der will hier auch noch lang. Die beiden sind verwirrt. Alles wie eh und je, würde ich mal behaupten. Ach, die KI. Die Wegfindung. Ja, und hier ist alles okay. So, Tempelverprügelung. Haben die Priester hier so einen riesen Bomb abgeholzt, um da einen Tempel reinzubauen. Hey, nein, du solltest dahin. Krass, weil das immer so viel Mana haben, ha? Fein, und hier? Ja, wird immer wieder nachproduziert. Ich könnte jetzt noch ein bisschen rumerkunden, aber ich vermute mal ganz stark, dass es der letzte ist und wir noch einen Moment warten müssen und dann ist das ja auch rum, das Ding. Ich kann ja noch hier. Oder so. Bringt eigentlich Erfahrung? Nö. Das können wir ganz schön lange machen. Und wie schaut's aus? Oh, es gibt doch irgendwo irgendwas. Wo denn? Wo denn? Wo ist hier noch was? Na gut, der wollte jetzt neu erschaffen, das ist eher klar. Ach, da unten ist noch ein Gebäude, natürlich. Nee. Ich überlege, was da sein müsste. Oh, ein Golem. Oh, okay, drei. Dann ist es ja okay. Aber die halten nicht so viel aus. Die haben keine komischen Resistenzen. Da können wir ordentlich draufhauen. Schon wieder, wie er in die Mitte geht. Da fühlt er sich wohl. Hey, komm mal her. So ist brav. Haben wir es jetzt? Yo. 13 lucky battles have you won. Ja, ich habe schon wieder vergessen, die Priorität zu ändern. Hast du es gemerkt? Warte mal kurz. Ich weiß gar nicht so richtig, warum da. Ich weiß nicht genau, warum das überhaupt nötig ist, aber. Ja. Weil normalerweise kann das nicht mal einen Kern von mir richtig auslasten. Also. Aber scheinbar braucht man es. Jetzt weniger rumzuckt. Phantom Pass. Rechtschaffen, böser, großer Magier. Wir sind immer noch böse. Finde ich nicht gut. Naja, wenigstens haben wir es jetzt geschafft. Auch wenn es jetzt auch einmal mega einfach war. Ich meine, wir haben auch jetzt gewusst, wo die Mana-Kugeln sind, zugegeben. Aber auch so. Achso, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie viele Paladine vermisst, die sich eine Milliarde Mal geheilt haben. Und irgendwie auch 1000 Furien habe ich vermisst. Komisch, hä? Naja, das war es jedenfalls mit Blood and Magic. Hier fehlt nicht mehr viel, ne? Guck mal. Oh, hier, guck mal. Naja, jedenfalls war es das mit Blood and Magic und wir sehen uns nächste Folge wieder. Und vielleicht spiele ich das auch direkt durch in einer Aufnahme hier, den Rest. Na, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, ciao.